Ja, die letzten Tage bin ich wieder fully raw unterwegs. Ich weiß jetzt gar nicht, welchen Tag wir haben und wie viele Tage ist fully raw? Ich glaube 4. Vor 3 Tagen hatte ich dann noch Rohkostbrot gegessen gehabt, ausgekeimten Dinkel. Dazu kann ich sagen, dass Rohkostbrot nicht sättigt, nicht sättigen kann oder nicht sättigt. Das werde ich aber in Zukunft nochmal probieren mit, dass ich das Brot mische mit 50% Gemüse, so Pastinake oder Topinambur oder Karotte. Und das dann halt trockne im Dörrgerät. Ob ich das dann noch mit gekeimten Getreide machen werde oder nicht, weiß ich noch nicht. Ich werde, glaube ich, mal beides ausprobieren. Und das bedeutet, dass ich zum Beispiel einmal Topinambur und Möhre nur nehme, ein bisschen Leinsamen zur Bindung und Flohsamenschalen und die andere Variante, was dann sozusagen Wurzelgemüse, ja, Wurzelgemüsebrot getrocknet. Und ich werde dann wahrscheinlich immer so einen wasserreichen Aufstrich machen und Salat, damit halt das Wasser, damit man halt nicht dehydriert von diesem Essen. Übrigens trinke ich seit 5 Wochen nichts, also kein Wasser. Manchmal ein Fruchtsaft, bin ich aber meistens zu faul noch zu, obwohl ich es mir wieder mehr vornehme, Säfte zu integrieren. Aber ich trinke seit 4 Wochen überhaupt kein Wasser, ohne Probleme. Also irgendwann braucht der Körper halt das Wasser nicht. Das braucht man in erster Linie dafür, um Giftstoffe rauszutransportieren und rauszutreiben. Ja, und wenn ich mich mal halt vergifte mit irgendwas, dann fühle ich mich besser, wenn ich 24 bis 36 Stunden danach nichts esse und nichts trinke und gegen Ende dieser Zeitperiode eventuell einen Einlauf mache. Also viele hypen Einläufe total, finde ich auch gut. Aber ich glaube, das ist bei jedem auch anders. Bei mir bringen Einläufe eigentlich fast gar nichts und haben früher mir eigentlich auch nie was gebracht, da ist auch nie irgendwas bei mir rausgekommen. Aber bei den allermeisten Leuten höre ich, dass da immer so total krass viel rauskommt und so weiter. Habe ich irgendwie gar nicht. Kann auch eventuell mit dem Sport zusammenhängen oder so. Ich weiß es nicht. Oder ist die Verdauung irgendwie anders ist bei den Leuten. Obwohl ich eigentlich mein Leben lang Verstopfung hatte. Aber ich will auch nicht zu sehr abschweifen. Wo war ich denn jetzt? ach du Kacke. Jetzt muss ich mir das Video angucken. Moment. Und dann dran schneiden. Wo ist denn hier Stopp? Ja, ich war bei. Jetzt habe ich schon wieder vergessen. genau, wenn ich was, wenn ich mich irgendwie vergiftet habe, dann fühle ich mich besser. Das habe ich jetzt auch wieder mehrere Mal ausprobiert. Wenn ich 24 bis 36 Stunden nichts esse, nichts trinke, wenn ich dann halt doch mal was sehr Wasserreiches esse oder halt einen Orangensaft trinke, Wassermelone esse oder halt allgemein Rohkost, dann nachdem man was Vergiftetes gegessen hat, dann ist man total down. Man hat überhaupt keine Energie. Ich konnte auch null Sport machen. Ich krieg totale Wassereinlagerungen, weil halt das Wasser, um die Giftstoffe einzulagern, dann halt auch geliefert wird. Und es dauert auch dreimal so lange ungefähr, bis das Gift dann wieder raus ist. Also es ist eine Empfehlung von mir. 24 bis 36 Stunden, also maximal 36 Stunden. Nichts essen, nichts trinken, wenn ihr was vergiftet ist oder wenn ihr euch vergiftet habt. Und dann kann man sogar, ich sag mal, einmal die Woche oder einmal alle 2 Wochen halt wirklich sowas essen, was einen vergiftet oder was halt dehydriert ist. Meistens ist es Kochkost ja auch dehydriert. Wenn man das dann einhält, 24 bis 26 Stunden Trockenfasten, dann Einlauf machen und dann dauert es vielleicht noch. Ja, keine Ahnung, nach muss man sich gar keine Sorgen mehr machen. Dann kommt man in den nächsten Tagen von alleine halt wieder in den ursprünglichen Status zurück. Aber wenn ihr halt irgendwas wasserreiches Zeug nehmt, dann ist das richtig krass, wie kacke ihr euch fühlen werdet. Und wie lange das dann auch dauert. Aber mehr als 36 Stunden mache ich nicht, weil dann braucht der Körper danach auch wieder ungefähr die gleiche Zeit, um wieder sozusagen sich hochzuziehen. Dann dauert das insgesamt auch wieder ziemlich lange. Deswegen maximal 36 Stunden. Das ist auf jeden Fall ein krasser Tipp. Wenn der Körper das Wasser halt nicht zur Verfügung hat, um die Gifte einzuspeichern, dann wird er halt die Gifte anders los, indem er die in den Zellen direkt verbrennt. Dann programmiert man sozusagen seine Zellen um. Das einzige,
Das Einzige, was man dafür halt mehr tun muss, in Anführungszeichen, ist dann halt wirklich loszulassen und ja, halt wirklich darauf zu vertrauen, dass das funktioniert sozusagen, und es funktioniert halt. Ja. Ansonsten, genau, ich hatte da Rohkostbrot gegessen, da bin ich abgeschweift dahin, dass ich Rohkostbrot mal selber nochmal machen werde zum Ausprobieren. Es hat mich deutlich, deutlich, deutlich weniger verschleimt als richtig gut durchgetoastetes, nicht gekeimtes Brot. Und es hat auch deutlich weniger bis gar nicht ja, Säuren gebildet, weil es halt gekeimt war. Dadurch wird es basisch und alles Erhitzte ist auch immer säurebildend. Das habe ich jetzt auch durch Ausprobieren gemerkt, dass sogar gedünstetes Gemüse leicht sauer auf dem Körper wirkt, also alles Gekochte. Und ich weiß nicht, ob es schleimbildend ist, gedünstetes Gemüse zum Beispiel, weil es keine Stärke enthält, aber alle Giftstoffe werden letztendlich, wenn dein Körper nicht schnell genug ist, um dann nachzukommen, und das ist individuell, das wieder rauszutransportieren, wird das alles in Wasser halt eingelagert oder in Schleim. Der Schleim kommt dann halt vom Körper selber und nicht von den Nahrungsmitteln, sondern halt, dass es für den Körper halt giftig ist und das ist eigentlich alles Erhitzte. Und das habe ich auch wirklich gemerkt, wenn ich was Erhitztes gegessen habe und am nächsten Morgen dann wasserreiche Rohkost zu mir nehmen, dann kriege ich auch wieder, habe ich auch wieder totale Wassereinlagerung gekriegt. Ich habe mich auch auf die Waage gestellt. Nach den paar Tagen habe ich 4 Kilo zugenommen, nur an Wasser. Das habe ich jetzt, nach den Rohkosttagen habe ich jetzt wieder 2 Kilo davon weg. Also von den Kalorien, das ist sowieso Quatsch. Also eine Richtlinie, dafür kann es hilfreich sein. Für viele Menschen, besonders mit Menschen, die aus einer Essstörung kommen und ihre Ernährung umstellen. Aber im Prinzip ist das ein System, was halt nicht der Realität entspricht. Sich nach Kalorien zu ernähren, überhaupt sich zu ernähren von Lebensmitteln, das entspricht nicht der Realität. Das wird nicht funktionieren. Auf jeden Fall, die Kalorien waren trotzdem ähnlich, so ungefähr 2500 bis 2000 Kalorien, als ich jetzt ein paar Tage gekocht gegessen hatte, weil ich hatte dann auch Rohkost weggelassen, weil ich dann halt auch öfters dann trocken gefastet habe, um das ein bisschen zu puffern. Wobei ich schon am zweiten Tag schon gemerkt habe, wenn ich an einem Tag Gekochtes gegessen habe, aber nichts Rohes, dann fühle ich mich total unausgeglichen. Also, dann habe ich auch so nach Rohkost gelächzt. Also, ist richtig eine coole Erfahrung auch irgendwie. Und die Rohkost habe ich davor die ganze Zeit immer so 1500 Kalorien gemacht, jetzt vielleicht 1500 bis 2000. Ich habe aber 4 Kilo einfach an Wassergewicht zugenommen, wegen den ganzen entzündlichen Sachen und so weiter. Am ersten Tag habe ich nichts davon zugenommen, am zweiten Tag auch noch relativ wenig, obwohl ich genau in den Tagen am krassesten ausgerastet bin. Also auch wirklich 8 Gramm Salz, obwohl ich schon bei 0,2 Gramm Salz starke Wassereinlagerung kriege, habe ich jetzt auch in den letzten Tagen gemerkt. Also ab 0,2 Gramm merke ich das deutlich, wie meine Energie total runtergeht und ich sehe dann auch die Wassereinlagerung, das Sixpack ist komplett weg. Also ab 0,2 Gramm, da bin ich auf 8 Gramm ausgerastet und habe dann halt eine riesen Schüssel Reis gegessen mit 2000, 2500 Kalorien oder sowas. Und glaube ich nochmal irgendwas. Und da habe ich nichts am Körper gemerkt, weil ich dann, mein Geist war noch so sehr freigeschaufelt von dem ganzen Fasten halt und sowas, dass ich halt wirklich sehr, sehr stark da war, geistig das alles zu puffern und zu verbiegen, diese Gifte. Und da, wo ich mich halt also auch unsterblich schon gefühlt hatte. Aus dieser Physikalität ein bisschen mehr herausgenommen. Aber man behält immer seinen physischen Körper. Außer man entscheidet sich, das nicht zu tun. Aber diese Erde, wenn die in die fünfte Dimension geht, dann wird das ein Paradies sein, die nicht von der Physis losgelöst ist, sondern das ist ein Paradies der Balance. Das ist einfach, wir sind halt außer Balance zwischen dem physischen und dem geistig-spirituellen. Die meisten sind halt, oder fast alle sind halt viel zu sehr in der Physis, viel zu sehr drin verankert und dadurch, dass sie es sind,
Was halt paradox ist, haben sie auch keinen Zugang mehr zu diesen ganzen ja, geistigen und spirituellen. Ja, das ist aber auch nur kurzer Zwischenflug, sage ich mal. Was war sonst noch? Ja, der erste Rohkostdach, wie gesagt, mit diesem Brot, was halt nicht sättigt. Gesättigt habe ich jetzt, also was nur sättigt, was ich jetzt erfahren habe, ist Gemüse. Auch gedünstetes Gemüse kann sehr gut sättigen. Eventuell dann halt ein paar Kartoffeln oder halt eine Handvoll gerösteten Reis oder 2 bis 3 Scheiben gut durchgetoastetes Brot. Und da ist es eigentlich egal welches Brot, außer es sollte Bio sein und kein Weizen. Das habe ich richtig krass gemerkt. Obwohl ich mich halt so beerdigt hatte schon und dadurch die Sensibilität ziemlich weiter runtergegangen ist und so weiter. Also dieses konventionelle Weizenbrot, das hat mich richtig krass weggehauen. Muss ich sagen. Aber glutenfrei finde ich da nicht mehr so wichtig, weil man halt auch keine Mahlzeit draus macht. Nur wenn man halt mal noch diese Cravings hat, dass man sich halt so 2, 3 getoastete Scheiben, also richtig gut durchgetoastete Scheiben nimmt, dann ist das in Ordnung. Aber es sollte halt schon meiner Meinung nach Bio sein und mindestens Roggen oder Dinkel. Am besten ist wirklich gekeimt. Und ja, aber das ist so Getreide und diese stärkehaltigen Sachen, die sollten meiner Meinung nach immer höchstens eine Beilage halt sein. Und weil sättigen können die nicht wirklich. Man kann es natürlich auch in einen riesen fetten Salat reingeben oder. Aber was ich halt auch gemerkt habe, ist, wie gesagt, dass selbst gedünstetes Gemüse entzündungsfördernd halt ist, Entzündung hervorruft, auch leicht Hunger erzeugt, und schleimbildend eigentlich jetzt das nicht, aber auch leicht säurebildend ist und ja, einen auch in der Suchtschraube drin hält im Prinzip, wenn man das geistig nicht handeln kann, so zumindest. Am zweiten Tag war das Rohkostbrot dann sozusagen kein Thema mehr, hatte ich auch kein Bedürfnis nach. Habe ich dann aber viel Nüsse gegessen. Da habe ich auch eine ganze Packung Nüsse weggezogen. Und am dritten Tag war das auch kein Thema mehr. Da habe ich dann stattdessen aber eine ganze Packung Trockenfrüchte, also Feigen, weggezogen. So 500 Gramm. Und auch nicht eingeweicht, nee. Und dann, was hatte ich ja noch gegessen? 8 Bananen hatte ich gegessen, also morgens erstmal 6 Stunden nichts. Das am zweiten Tag auch schon. Dann hatte ich aber Bananen gegessen, das war auch ein Fehler in Anführungszeichen, aber ein lehrreicher eben, und dadurch ist es halt kein Fehler, weil es halt lehrreich war, und das ist dann halt wichtiger. Ja, ist dann halt fördernd auf lange Sicht gesehen, und dieser ganze Rückschritt in Anführungszeichen ist halt förderlich für mich. Richtig krasse, tolle und wichtige Erfahrung für mich gemacht. Also die Bananen als erste Mahlzeit, obwohl ich halt die erste Mahlzeit, also es war halt die erste Mahlzeit, aber ich frühstück halt nicht. Also für mich gibt's halt sowas wie Frühstück nicht. Deswegen habe ich keine Mahlzeit ausgelassen, weil das für mich gar nicht existiert. Zumindest momentan nicht. Aber trotzdem die erste Mahlzeit, die man dann zu sich nimmt, aus cremigen Früchten, dichteren Früchten, süßeren Früchten, bekam mir nicht so gut. Das war ein Smoothie aus 8 Bananen einfach. Hatte ich dann noch irgendwas beigegeben? Nee, die hatte ich sogar mal so gegessen. Das war jetzt wieder diese bestimmte Sorte vom Edeka, die ich ganz gerne mag. Die haben 3 verschiedene Sorten bei uns. Die anderen beiden, die sind genauso ekelhaft wie aus allen anderen Supermärkten. Und die Carnita-Bananen, die oft in Bioläden sind, mag ich auch überhaupt nicht. Für mich schmecken die halt auch ein bisschen nach Gülle irgendwie. Ich weiß nicht, ob die damit gedüngt werden, mit Kot oder so, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie die meisten Menschen das irgendwie nicht schmecken. Ich schmecke das eigentlich bei allen Bananen raus. Und bei vielen anderen Früchten auch. Auch bei den Trockenfeigen habe ich es auch wieder rausgeschmeckt. Jetzt von Den Reh, die Trockenfeigen. Eigentlich bei ziemlich vielen Lebensmitteln, auch bei sehr, sehr vielen Gemüsesachen. Ist bei mir immer so ein Gülle-Kot-Geschmack. Ein bisschen, jetzt nicht übelst krass, aber schon merklich, sage ich mal so. Und wo war ich denn jetzt schon wieder? Kacke.
Ja, aber Kacke war ich gerade, aber davor. Genau, bei den Bananen. Also eine Sorte, die schmeckt mir ganz gut zum so essen. Die ist so fein aromatisch, nicht güllig und leicht vanillig und nicht zu krass süß und auch nicht so matschig und so weiter. Und dennoch habe ich mich danach nicht wirklich gut gefühlt und irgendwie, ich habe dann auch irgendwie Sport gemacht, etwas nach einer Stunde und war irgendwie nicht so geil. Also ich hätte da lieber eine Wassermelone gegessen. Ich wollte die halt nur nicht essen, weil die, weiß nicht, ich hatte davor schon relativ teure Früchte gegessen und die Bananen sind halt so schön günstig. Habe ich mir gedacht, ja, du hast jetzt hier noch so viele Bananen und hast so viel Geld ausgegeben. Nimmst jetzt vielleicht doch besser mal die Bananen, war aber ein Fehler. Ich hätte die Melone nehmen sollen. Scheiß auf Geld. Ja. Und das habe ich also doch gelernt. Und ja, dann hatte ich mir noch, genau, am dritten Tag hatte ich mir aber auch noch sowas, ja, hatte ich mir noch eine Schokolade gemacht. Ich habe mir wirklich so rohe Kakaobutter bestellt. Also ich konnte einfach nicht mal anders, das wirklich mal auszuprobieren, weil ich auch so Gelüste jetzt hatte, einmal nach Schokolade. Wollte ich dann mal roh ausprobieren. War mich zieht es halt wirklich wieder vom Gekochten total weg. Es schmeckt mir einfach nicht mehr und die Auswirkungen sind mir auch zu destruktiv einfach auf meinen Körper. Dennoch will ich halt diese, wie sagt man, also nicht unbedingt Gourmet-Sachen, aber ja, diese fein aromatischen Dinge nicht aus meinem Leben ausschließen und bei den Früchten, die hier zur Verfügung sind, hat man das leider nicht so wirklich. Und mich zieht es halt wirklich nach richtig schönen Aroma und auch nach einer gewissen Textur und so weiter. Also schon dieses geschmackliche Erlebnis halt, das hat man bei den meisten Früchten hier leider nicht. Das will ich mir halt trotzdem, ja, nicht, also gönnen ist für mich gar nicht das richtige Wort, sondern das will ich halt nicht ausschließen, sag ich mal. Und hab dann einfach so Xylit beigegeben, also so wie Zuckernuss, dass die Bakterien diese schlechten Bakterien, die auf den Zähnen sind oder irgendwie halt sogar abtöten und dass es halt nicht ganz so kacke wirken soll auf den Organismus, aber mir wirkt das eigentlich genauso übersäuernd wie normaler Zucker. Vielleicht ein bisschen weniger. Und ein bisschen Vanille habe ich dann beigegeben, sonst eigentlich nichts. Kakaobutter halt vorher, ja, ein bisschen durch Wärme halt weicher machen und so weiter. Hat ziemlich gut geschmeckt. Alternativ kann man auch sich irgendwie in Bioladen so eine vegane weiße Reismilchschokolade holen. Die besteht auch nur aus Kakaobutter, Zucker und ein bisschen getrocknete Reismilchpulver. Ich meine, ob ich jetzt rohes, reines, konzentriertes Fett und rohen, reinen Zucker nehme oder erhitzt, das ist im Prinzip sowieso eigentlich das Gleiche, würde ich sagen. Und ja, ab und zu oder so kann man auch mal eine halbe Tafel davon einmal die Woche essen, würde ich sagen. Kann man auf jeden Fall mal machen, aber ich wollte als